Guten Morgen, Leute. Wir haben heute die erste Nacht hier im Bus verbracht, direkt am See, wo wir gestern hingefahren sind. Und ja, es war nicht wirklich warm die Nacht. Es hatte, glaube ich, 10 Grad. Und das hat man auch hier im Bus gespürt. Ja, man musste sich ordentlich zudecken und auch hier mit Bulli und Weste schlafen. Ja, wir sind jetzt schon um 7 Uhr aufgestanden, beziehungsweise sind auch aufgewacht, weil es eben so kalt war. Und machen uns jetzt wieder auf den Weg zum See, um ein paar Fotos zu schießen. Und dann machen wir uns auch ja, weiter auf den Weg zu den drei Zinnen. Da werden wir wieder etwas wandern gehen. Richtig coole Gegend dort. Angeblich, wir haben es ja noch nicht gesehen, aber das werden wir heute noch. Deswegen bleibt auf alle Fälle dran und kommt mit uns mit. Leider habe ich vergessen, ein paar Aufnahmen beim See zu machen. Ich habe natürlich ein paar Fotos gemacht. Aber na gut, wir sind jetzt schon weitergefahren, haben erstmal gut gefrühstückt, haben so ein Hotel angefunden und hatten ein richtiges Buffet zum Frühstück. War richtig gut, war auch wichtig, dass wir uns jetzt stärken, denn jetzt gehen wir wieder wandern. Wir sind jetzt zu den drei Zinnen raufgefahren. Die sieht man hier zwar noch nicht und wir hatten gerade ein paar Probleme mit unserem Bus, denn der hat etwas geraucht. Aber normalerweise sollte wieder alles gut sein. Ja, war etwas zu heiß, hier ging es richtig steil rauf und es sind richtig viele Leute da. Ihr seht schon da oben alles voller Autos, aber mega, mega genial. Wetter ist auch sehr, sehr geil. Aber ja, mal schauen, was uns da oben noch erwartet. Ich glaube, der Rundweg dauert 3 Stunden und deswegen bereiten wir uns hier gerade vor, packen unseren Rucksack. 2300 Meter. 2300 Meter sind wir hier, also richtig hoch. Und man kann hier, glaube ich, auch campen, aber das werden wir heute nicht machen. Ja Leute, wir haben uns für den etwas anstrengenderen Weg entschieden, aber deswegen haben wir diese mega coole Höhle hier gefunden. Ihr seht schon hier den krassen Blick auf die drei Zinnen. Ja, wir mussten da hier so einen Klettersteig entlang gehen. Wir haben auch überlegt, ob wir da gehen sollen oder nicht, aber hat sich glaube ich gelohnt, oder? Ja, auf jeden Fall. Super Aussicht, auch in diese Richtung. Ja, mega cool hier. Und ja, das Schöne daran hier ist, dass hier sehr, sehr wenig Menschen auch noch gehen, weil eben ja der Weg sehr versteckt ist und wenn man da mal geht, denkt man sich so, soll ich hier weitergehen oder nicht? Aber es hat sich auf alle Fälle gelohnt. Ja, da unten geht der Rest der Menschen den Weg entlang. Es ist sehr, sehr viel Tourismus hier, hat man schon am Parkplatz gesehen, aber wir entscheiden uns deswegen immer für Wege, die etwas abgelegener sind. Und ja, wie ihr seht, es lohnt sich auf alle Fälle, oder? Ja! Wir waren gerade hier auf dieser Hütte, bei der Dreizinnenhütte und haben uns gestärkt. Was haben wir gegessen? Käseomelett mit Röstkartoffeln. Genau, sowas haben wir gegessen und ja, hier hat man einen wunderschönen Ausblick auf die drei Zinnen. Aber wir begeben uns jetzt schon wieder zum Bus, denn wir sind jetzt doch schon 3 Stunden unterwegs. Dürften noch 2 Stunden zurückgehen und dann müssen wir sowieso noch planen, was wir heute machen. Denn heute müssen wir noch einen ja, Schlafplatz für die Nacht finden. Aber hier in Südtirol ist das nicht allzu schwer, denn es gibt überall Campingplätze eigentlich. Ja, wir begeben uns jetzt zum Bus, wenigstens nicht mehr in so eine steile, schwere Wanderung. Wenn wir nicht wieder meinen, wir müssen dann interessanten Pfad hier wählen, aber ja.
andere mir besser gefallen. Der ist gefällt dir besser? Ja. Wenn du das machen willst? Nein, weißt du das. Nicht kriegen. Der ist halt echt besser? Ja. Also mir gefällt es so besser. Wirklich? Ja. So ist geiler. Findest? Sure. Schaut Leute, mal eine kurze Abstimmung. Findet ihr das Licht so besser oder so? So. Wenn ihr für das seid, schreibt jetzt Licht 1 in die Kommentare. Und wenn ihr dafür seid, dass es so besser ist, Licht 2. Licht 1. 2. Team Licht 1. Ja, jetzt geht es nicht ums Licht, denn wir fangen hier den Vlog an, so wie wir ihn beendet haben, nur im Dunkeln. Weil, ja, wir befinden uns jetzt schon im Bus. Wir werden uns jetzt schlafen legen. Ihr seht schon, der Stein hat die Kapuze oben. Ich habe hier auch eine Haube noch, die ich mir jetzt gleich aufsetzen werde. Denn es wird richtig kalt in der Nacht. Gestern war schon ziemlich kalt. Wir haben uns fast alles abgefroren mit 6 Grad in der Nacht oder 10 Grad. Mehr nicht. Es ist halt nicht warm, wenn man so Zimmertemperatur zu Hause von 22, 23 Grad gewohnt ist, wo man im Sommer dann jetzt auch noch ohne Decke vielleicht schläft und hier mit Weste, T-Shirt, Hose, Socken, Decke, Haube, 5 Decken und einem Schlafsack. Und heute soll es noch kälter werden, deswegen müssen wir uns da etwas vorbereiten, um nicht heute auch noch abzufrieren. Aber gut, heute war ein ereignisreicher Tag, wir sind viel umhergewandert, obwohl wir eigentlich vom Vlog her gesehen ja nur auf den 13. waren, aber das war ein ziemlich langer Weg. Was steht morgen an? Morgen stehen wir auch ziemlich früh auf und machen uns auf den Weg zu einem See, den der Dani wo gefunden hat. Und dann werden wir schauen, wie wir da hinkommen. Und dann noch eine lange Busfahrt Richtung Vorarlberg. Ja, deswegen sind wir jetzt auch schon im Bus, denn es ist jetzt schon 9 Uhr. Erst 9 Uhr für uns, denn ich gehe ja normal sehr spät liegen, schlafen. Und ja, wir haben uns jetzt hin, sind auch schon fertig, damit wir morgen fit in den Tag starten können. Vielen Dank fürs Zusehen, wir sehen uns hoffentlich im nächsten Vlog. Bis dahin, macht's gut und haut rein. Ciao. Ciao.